herzlich willkommen zu einem neuen Video am Kanal Roblox Lara. Heute mache ich mal was anderes. Und zwar spielen wir heute mal Break-In. Das ist so eine Story und die ist mega, mega cool. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Also man kann auf jeden Fall jetzt hier auswählen, ob ich ein Kind sein möchte oder ein Elternteil. Als Elternteil bekommt man eine Waffe und man kann auf jeden Fall noch ein Doktor sein. Und hier kann man auf jeden Fall auch noch was sein für Robux. Aber ich möchte das nicht machen. Dann kann man auf jeden Fall noch ein Kind sein. Hier kann man lieber den Teddybär benutzen oder die Tüte oder wieder etwas für Robux. Und ich würde sagen, ich nehme einfach mal den Teddybär, weil damit kann man sich unsichtbar machen. Und das kann man halt nur essen. Ich gehe jetzt mal auf das Teddybär-Kind. So, okay. Ich bin auf jeden Fall jetzt so ein kleines Kind. Richtig süß. Und ja, genau, auf jeden Fall habe ich jetzt einen Teddybär. Und damit kann ich mich dann unsichtbar machen. Also hier jetzt noch nicht. Und hier muss ich jetzt auswählen, in welchen Wagen ich gehe. Ich gehe jetzt einfach mal in den hier rein. So. Okay, und der fährt jetzt los. Und man muss immer aufpassen, dass hier ganz viele Elternteile sind. Und jetzt fährt man in so ein Haus. Und jetzt warten wir mal, bis ich angekommen bin. Jetzt sind wir auf jeden Fall da. So. Ich gehe jetzt mal hier in das Haus rein. Und jetzt muss man hier so bestimmte Sachen suchen. Also ich muss jetzt diese Schubladen hier aufmachen. Und da muss ich gucken, ob ich da so Sachen finde. Also so Äpfel, Kekse, Geld kann man auch finden. Und ich mache jetzt einfach mal hier alles auf. So, jetzt gehe ich mal hier lang. Hier kann ich auch mal gucken, ob ich noch was bekomme. So, hier ist zum Beispiel Geld. Jetzt habe ich 10 Stück. So. Mal gucken, ob hier noch was ist. Okay, hier ist noch ein Keks. Und den habe ich jetzt auf jeden Fall auch hier unten im Inventar. So. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal nach oben. So. Und dann gibt es hier auf jeden Fall verschiedene Zimmer. Ich gehe jetzt mal hier rein. Mal gucken, ob hier irgendwo was ist. So. Okay, hier haben wir einen Apfel. Jetzt habe ich 2 Äpfel. Und jetzt mache ich mir das da auf. So, hier ist nichts. Und da haben wir auf jeden Fall auch nichts. So. Jetzt gehe ich mal hier in das nächste Zimmer rein. Das pinke. So. Hier mache ich jetzt auch mal alle Schubladen auf. Okay, da war nichts. Dann mal hier. Hier ist auch nichts. Und jetzt mal hier. Und da ist auch nichts. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier in das grüne Zimmer rein. So. Hier mache ich auch mal alles auf. Okay, hier ist Geld. Jetzt haben wir 30. Oha, cool. So. Und hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Jetzt mal das hier. Auch nichts. Und jetzt mal das hier. Und da ist noch ein Keks. Okay. Sehr cool. Und jetzt gucken wir mal. Hier ist da oben was. Nein. Hier hinter der Toilette auch nicht. Und zwar wird jetzt hier noch etwas sein. Da, genau. Ich habe jetzt einen Teddybär, 2 Äpfel, 2 Kekse und noch so ein Getränk. Mega cool. Und ja, genau. Auf jeden Fall bin ich jetzt eigentlich auch schon fertig, glaube ich, mit dem Suchen. Hier ist so eine Tür aufgemacht worden. Ich versuche mal da hoch zu... Okay, es ist zu hoch. Steht da jetzt? So. Vielleicht liegt irgendwo eine Leiter. Hier gibt es auf jeden Fall auch noch so eine Liste. Damit kann ich so einen Kuchen machen und so. Okay, mega cool. Und jemand hat auf jeden Fall den Schlüssel gefunden. Da kann man in den Keller reingehen. Aber jetzt klappt das noch nicht. So. Okay, jetzt wird alles schwarz. So, jetzt bin ich wieder sozusagen aufgewacht. So, setze sich an den Tisch. Das Abendessen wird gleich geliefert. So, ich setze mich jetzt mal hier hin. So, jetzt steht hier, jemand ist an der Tür. Schau nach. Okay, ich gucke jetzt mal nach. 1234 hat die Tür geöffnet. Es ist der Pizzalieferant. So, hier ist er auf jeden Fall. Und er gibt mir jetzt die Pizza. So, jetzt haben wir auf jeden Fall die Pizza und die liegt jetzt da. Ich nehme jetzt mal diese hier. So, ui, okay. Ich habe auf jeden Fall ein richtig, richtig großes. So, und ich würde sagen, das essen wir jetzt einfach mal. So, und hier bekomme ich auf jeden Fall, wenn ich was esse oder schlafen gehe oder so, bekomme ich da so ein paar Leben. Gleich beginnt auf jeden Fall, werden wir auf jeden Fall Fernseher gucken. Und zwar werden wir uns die Nachrichten angucken. Okay, es geht los. So. Okay, hier kommt jetzt der Bildschirm hin. Also hier haben wir auf jeden Fall jetzt die Nachrichten. Und zwar gibt es so welche Räuber, sag ich mal, die bei Leuten einbrechen und Sachen zerstören. Zum Beispiel, das hier ist der Boss von den ganzen hier. Hoffentlich nichts, worüber man sich Sorgen machen muss. Es ist Schlafenszeit. Okay, jetzt werden wir auf jeden Fall mal nach oben gehen. Schlafen gibt dir Energie. Geh schlafen. Ich habe auf jeden Fall hier ein Bett bei dem pinken Zimmer. So, jetzt ist die Tür zugegangen und ich kann auch nicht mehr aufstehen. Okay, also jetzt kann ich auf jeden Fall aufstehen. Oh, oh, hier ist jetzt ein Räuber bei mir im Zimmer. Oh, oh. Ich mache mich mal unsichtbar. Jetzt kann er mich nicht mehr sehen. Ich hoffe, ich werde nicht umgebracht. Oh, oh, ich bin jetzt nicht mehr unsichtbar. Okay. Jetzt ist wieder alles so schwarz geworden. Achso, es ist jetzt der nächste Tag. Und der ist jetzt wieder weg. Okay, aber mein Fenster wurde etwas zerstört. Hier ist er eingebrochen. Wir dürfen keinen weiteren Angriff zulassen. Dort sind Holzbretter in den Räumen. Schütze alle Fenster und Türen. Also hier kann man sich Holz nehmen und ich habe jetzt 10 von 10. Und jetzt muss ich hier das Zimmer schützen. Also ich muss jetzt hier Holz an die Fenster bringen. Jetzt habe ich kein Holz mehr. Und jetzt muss ich wieder neues nehmen. So. Hier auch nochmal so ein bisschen. Und jetzt werde ich mal das Da-Fenster hier schützen. Hier kann man auch noch ein bisschen. Und ich würde sagen, die Tür muss man richtig gut schützen. Ich glaube, wir sind jetzt fertig damit. Du hast einen. Ich habe einen guten Job gemacht. Es wird sie abhalten. Manchmal sind ja auch mittelmäßig oder schlechten. Ja, ich habe am besten. Also 1-3-3-1-3-4 und Diddy Maya Lexe hat das Haus am meisten beschützt. Yay. Mega cool. So. Jetzt steht hier auf jeden Fall
wow, es wurde schnell spät. Es wurden 3 Stücke Pizza übrig gelassen. Ich setze mich mal hier hin und gucke, ob ich etwas davon bekomme. Pizza wird an 3 Personen am Tisch verteilt. In 20, 19. Ich hoffe, ich bekomme eine. Okay, mal gucken, wer etwas bekommt. So, okay, schade, ich habe nichts bekommen. Woher kommt das Licht? Jetzt kann man hier rausgucken. Und dann sieht man, hier sind diese ganzen Leute. Wir müssen hoffen, dass die Holzbretter ausreichen, um sie aufzuhalten. Okay, geht in eure Räume und geht ins Bett. Beschütze deine Freunde. Ich habe mich jetzt mal hingelegt. Oh, oh, die sind wieder bei uns. Oh, 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 oh. Ich mache mich am besten wieder unsichtbar. Versteck mich mal hier hinter. Okay, wir haben es geschafft. Cool. Oh, cool, ich habe eine Waffe bekommen. Die lag hier gerade. Jetzt habe ich schon eine als Kind. Wie gut. Das ist richtig gut, weil eigentlich kriegt man die erst später. Aber weil die jetzt da lag, habe ich jetzt eine Waffe. Und die ist richtig gut. Die Holzbretter waren nicht genug, um sie aufzuhalten. Zum Glück haben sie nachgelassen. Okay, der hat ein kaputtes Fenster gefunden. Die Kellertür wurde offen gelassen. Ich denke, ein Räuber ist noch unten. Sie hören sich gigantisch an. Schnell verstecke dich in der Küche oder im Kleiderschrank. Oh, oh. Wir müssen uns jetzt schnell verstecken. Also, ich würde sagen, ich gehe mal hier hin. Okay, hier ist der Bösewicht. Das ist der Boss von denen. Okay, er kommt. Er ist nach oben gegangen. Schnell, lauf in den Keller. Okay, wir werden jetzt schnell runtergehen in den Keller. Und hier ist direkt ein Apfel, den nehme ich mal mit. Da ist noch einer. Ah, und da ist Geld. Jetzt habe ich schon 40. Okay, mega cool. Man kann auch nur eine Waffe nehmen. Also jetzt noch eine kann ich nicht nehmen. Teile die Waffen, du brauchst nur eine, steht dann da. Ah, hier ist die Leiter für oben. Obwohl, nee, ich verliere voll Energie mit der. Sie versuchen einzubrechen. Verteidige den Keller. Okay, ich werde mich jetzt mal ganz kurz hier hinter verstecken. Ich glaube, ich esse mal lieber was, aber ich habe ziemlich viel Energie vorhin verloren. Da ist er. Okay, ich werde auf jeden Fall auch helfen. Wir killen den jetzt. Da liegt Geld. Er hat auf jeden Fall Geld verloren. Das nehme ich mir jetzt direkt mal. Okay, jetzt habe ich 50 Stück. Oh, oh, da ist noch einer. Okay, hat der Geld gedroppt? Nein, der hat kein Geld gedroppt. Okay, schade. Hat der Geld gedroppt? Ja, der hat Geld gedroppt. Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall 70 Stück. Das ist richtig gut. Okay, ein Typi hat ein Schloss gefunden. Die sollte euch schützen. Okay. Im Keller sind nur 3 Schlafsäcke. Nur wenige von euch können schlafen. Gebt die Betten an die, die es am meisten nötig haben. Es wird eine kalte Nacht. Ich darf schlafen. Cool. Jetzt habe ich noch ein bisschen Energie bekommen. Okay, ich bin auf jeden Fall aufgewacht, sag ich mal. So, verlasse den Keller. Mal gucken, ob er die nach oben bringt. Die Haustür wurde aufgebrochen. So müssten sie geflohen sein. Komm, schnell, 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 schnell. Ja, cool. Okay, da ist ein Essen. Ich hole mir kurz nur was hier. Pizza. Die Nachbarschaft ist zerstört und da ist Eis. Überall Eis auf der Straße. Okay, wir gehen mal raus. Rutsch nicht auf dem Eis aus, sonst verletzt du dich. Okay, also hier ist so Eis und wenn ich jetzt da das berühre, dann bekomme ich so Schaden. Wartet, hier. 15 Schaden habe ich jetzt bekommen. Geh jetzt schnell zu dem Laden, dann hole ich mir was. Dann werden wir auf jeden Fall jetzt mal was da kaufen, weil ich habe 70 und das ist richtig gut. Ich glaube, ich hole mir Heilung. Damit kann ich nämlich andere Leute heilen. Das ist sehr gut. Dann würde ich sagen, hole ich mir noch ein Cookie. Und jetzt habe ich noch 10, aber damit kann ich mir, glaube ich, nichts mehr holen. Aber ich bin auf jeden Fall jetzt gut ausgestattet. Jetzt werden wir wieder weggehen von diesem Eis. So. Oh nein, ich wurde wieder berührt. Jetzt gehen wir wieder in das Haus rein. Jetzt gehen wir mal nach oben. Es wird spät. Geh nach Hause, bevor wir die Tür für die Nacht schließen. Okay. Ich glaube, wir werden jetzt nochmal Essen bekommen. Ah, hier ist noch was zu trinken. Ah, und da haben wir noch Kuchen. Boah, ich habe so viel. Danke für das Einkaufen im Lebensmittelgeschäft. Ich denke, wir sollten Pizza bestellen. So, ich werde mich jetzt hier an den Tisch setzen. Jemand ist an der Tür. Schau nach. Okay, ich werde jetzt nachschauen. 1-3-Lara-1-3-4 hat die Tür geöffnet. Es ist der Pizzalieferant. Und jetzt ist es doch kein Pizzalieferant, sondern ein Bösewicht. Der hat auf jeden Fall so getan, als wäre er jetzt der Pizzalieferant. Und ich dachte, oh oh, so. Okay, jetzt müssen wir den bekämpfen. Er hat auf jeden Fall so eine Nudelrolle. Und er wird sich jetzt die ganze Zeit drehen. Und dann wird er irgendwann auch aufhören. Und wenn er aufgehört hat, sich zu drehen, dann müssen wir ihn bekämpfen. Und danach wird er sich wieder drehen. Also er dreht sich auf jeden Fall jetzt. Oh, der ist voll auf mich abgesehen. Ich kann die Leute mit diesem Trank hier teilen. Also der ist nur hoch. Ich heile ihn jetzt auf ganz hoch. So, sehr hoch jetzt. Okay, ich werde ihn jetzt wieder angreifen. So. Er ist auf jeden Fall schon bei gelb. Fast tot. Das Ding ist halt, damit kann ich mich nicht selbst heilen. Okay, sie ist sehr niedrig. Ich werde sie mal heilen. So, ich habe sie jetzt geheilt. Jetzt ist sie auf niedrig. Jetzt heile ich sie noch einmal. Sehr hoch. So, jetzt habe ich sie ja geheilt. Wurde er schon gekillt? Okay, er ist schon gekillt worden. Gute Arbeit. Es wird Zeit, schlafen zu gehen. Jetzt werden wir auf jeden Fall mal schlafen gehen. Gut, es ist jetzt nachts. Sind die bei uns? Och nee, die sind schon wieder bei uns. Die sind immer bei uns. Dann werde ich jetzt mal wieder mich unsichtbar machen. Ich helfe ihm jetzt einfach. Ich werde mal etwas essen. Warte, ich heile den mal. Ein Alarm ist angegangen. Geh raus und schau nach. Sei vorsichtig. So, jetzt wird hier auf jeden Fall gezeigt. Oh, die haben eingebrochen bei diesem Geschäft. Der Scary Larry kommt zu uns. Wir müssen fliehen. Jetzt. Okay, wir müssen jetzt schnell. Finde den Kanal. Ich bin sicher, dass wir dort sicher sind. Okay, ich würde sagen, da gehen wir jetzt mal hin. Also da ist der Kanal, so. Hier müssen wir aufpassen, da ist so Wasser, so. Wir müssen hier jetzt richtig aufpassen, weil man kann da trinken. Folge dem Weg. Das Wasser wird bald steigen. Schnell. Okay, ich hoffe, keiner wird ertrinken. Ansonsten helfe ich denen. Oh nein, oh nein, oh nein. So, ich habe sie gerettet. Dann werden wir jetzt mal hier drüber springen.
Okay, alles. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Kann mir bitte jemand helfen? Bitte helft mir, bitte helft mir, bitte helft mir. Bitte helft mir schnell. Oh, danke schön. Oh mein Gott, der hat mich geheilt. Zum Glück hat er mich gerade noch geheilt, sonst wäre ich jetzt gestorben. Oh, oh, ich werde sie auch mal retten. Okay, ich habe sie jetzt gerettet. Dann werden wir jetzt mal was essen, weil meine Energie ist jetzt nicht so gut. Zum Glück habe ich noch viel. Meine Energie ist zwar jetzt nicht so ganz hoch, aber ja. Ich hoffe, wir schaffen das. Oh, oh, wir müssen versuchen, nicht getroffen zu werden. Immer da, wo rot ist, da ist dann eine Dorne. Okay, da muss ich jetzt hin. Man darf jetzt nicht dastehen, wo dieser Pfeil ist, sonst kann er dich killen. Wir sind auch nur noch zu 1, 2, 3, 4. Jetzt muss jemand da dran drehen. Dann hat er ein Leben verloren. Oh, oh, man muss jetzt aufpassen. Die Leute können angreifen. Oh, ich muss aufpassen. Ich habe nicht so viel Energie. Boah, ich werde hier so sterben. Och, ich habe so wenig Energie. Bitte helft mir, Leute. Och nein, ich bin gestorben. Ich kaufe jetzt einfach den Respawn. Okay, ich lebe wieder. Puh. Okay, cool. Ich habe nur jetzt keine Waffe mehr. Ich kann mir aber eine holen. Okay, ich habe jetzt wieder eine Waffe. Das ist sehr gut. Puh, zum Glück kann man sich das noch kaufen, weil das wäre jetzt echt doof gewesen. Dreht wieder da dran. Ich drehe da dran jetzt. Das sind jetzt wieder die Dornen. Wir sind nur noch zu zweit. Oh, oh. Okay, noch einmal dran drehen. Das will ich jetzt machen. Ja, er ist gestorben. Yay. Ich glaube, wir haben es jetzt geschafft. Also, wir haben ihn umgebracht. Du hast es geschafft. Yay. Scary Larry wurde besiegt. Wir müssen jetzt, glaube ich, hier diese Leiter hochklettern. Jemand hat eine Leiter runtergelassen. Klettern hinaus. Ach so, du gewinnst. Gutes Ende. Ja, yeah, wir haben es geschafft, Leute. Mega cool. So, Glückwunsch. Ich hoffe, dir hat das Spiel gefallen. Also, ich fand es mega cool. Ihr könnt auf jeden Fall auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das fandet. Und vielleicht wolltet ihr es jetzt auch mal spielen. Also, ich finde es echt mega, mega cool und spannend. Und ja, ich würde sagen, kommen wir nun zur Verlosung. Und zwar verlose ich dieses Ride Lamb hier. Was ist es einfach, Hashtag Lamb in die Kommentare zu schreiben. Dann werde ich auslosen, dann bekommt ihr das. Kommen wir nun zum Gewinnspiel vom letzten Video. Okay, Leute, ich habe hier jetzt Hashtag Cracked Egg hingeschrieben. Und ja, mal gucken, wer der Gewinner ist. Und der Gewinner ist Alina Menk. Und ja, ich such's dir jetzt mal. Okay, Leute, hier ist sie. Und ja, ich schreibe ihr jetzt mal, du hast das Cracked Egg gewonnen. Wie ist dein Username? Fragezeichen. Okay, Leute, ich habe es jetzt geschrieben. Und ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, tschüss.